Es geschafft. Jetzt mach dich besser gleich auf zu deinem Jungen. Keine Sorge, Kinder sind zäh. Ich habe mir in seinem Alter den Kopf abgeschnitten und mir hat's auch nicht geschadet.
Wir sollten nicht zögern. Sofort zurück nach Midgard mit dem Herzen. Carter, was soll's? Endlich verstehe ich! Verfluch dich, Baumler, an der Hüfte vom Geist Spartas! Nenn mich nicht so. Versteh mich nicht falsch. Von dem, was ich gehört habe, hat er es das Pantheon verdient. Aber ich muss das erstmal verdauen. Ich weiß, du hast Götter, aber du kannst ihm nicht fernbleiben, oder? Sag dem Jungen nichts davon. Er darf es niemals wissen. Schwachsinn, Mann! Mit Verlaub, Schwachsinn. Er muss es wissen. Ohne die Wahrheit wird er niemals er selbst sein. Hör mal, ich verstehe nicht. Du hast die Götter. Alle Götter. Es ist kein Zufall, dass dich das auch einschließt. Und es schließt den Jungen mit ein. Siehst du das nicht? Er spürt es. Er kann nichts dafür, was er ist. Nicht mal im Ansatz, weil du es ihm nicht gesagt hast. Alles hängt zusammen, Mann. Du wirst ihm nichts sagen. Na schön. Erinnerst du dich noch an die Abkürzung zwischen den Welten? Ich habe sie verbessert. Oder vielleicht auch vermurkst. Die brauchen wir. Das weiß ich doch. Also habe ich mit den Winden von Hill dafür gesorgt, dass es nicht nur in eine Richtung geht. Jetzt könnt ihr mit mir hin und her reisen. Wenn sie nicht vermurkst ist. Dann kommen wir damit zu Freya. Das ist eine sehr gute Idee. Jetzt geh hier sind wir falsch, aber nah genug. Er meinte, es läuft nicht ganz rund. Beeilen wir uns. Das Herz. Du hast es. Ja. Handrücken. Er ist immer noch krank. Das Fieber ist bald weg. Aber zur Heilung muss er die Wahrheit kennen, was er ist. Ja. Es ist nicht so einfach. Richten wir ihn auf. Ich habe ebenfalls einen Sohn. Aber wir haben uns schon sehr lang nicht mehr gesehen. Bei der Geburt zeigten die Runen einen jähen Tod. Das Kind in meinen Armen war so klein, so hilflos. Ich wusste sofort, ich würde alles tun, ihn zu schützen. Egal um welchen Preis. Natürlich tat ich alles nur für mich selbst. Meinen Willen, meine Ängste, zog ich seinen Wünschen vor. Und erkannte seinen Groll erst viel zu spät. Mach nicht denselben Fehler. Glaub fest an ihn. Die Wahrheit ist nicht einfach.
Doch nichts ist einfach mit einem Kind. Es ist ein Fluch. Der Junge wurde verflucht. Geh nicht ohne mich. Werde ich nicht. Mir geht's besser. Das sehe ich. Kann er denn wieder reisen? Vorerst. Kommt nicht wieder vor. Ich verspreche es. Gut, dann bemühe dich darum. Freya, das vergesse ich dir nicht. Danke. Dein Vater hat den Großteil geleistet. Du solltest bleiben, dich erholen. Du hast genug getan. Ihr wisst, meine Tür steht euch immer offen. Das ist Vanaheim, nicht wahr? Das hast du herausgefunden? Das Fenster sieht aus wie Bifrostkristall. Und ich weiß, dass es nicht nach draußen zeigt. Und naja, es macht dich traurig. Für jemand, der so jung ist, bist du weise. Ja, dies ist ein Fenster zu einer lang verlassenen Heimat. Aber es ist nur ein Ausblick. Das, was mit dir in Alfheim passiert ist, du kannst Midgard nicht verlassen, oder? Ein Geschenk von meinem früheren Mann nach unserer Trennung. Warum sperrt Odin dich in Midgard ein? Pure Grausamkeit wäre für ihn schon Grund genug. Doch wie bei all seinen schnellen Entscheidungen trieb ihn die Angst an. Die Warnen waren die größte Bedrohung der Asen, bis unsere Heirat den Frieden brachte. Viele der Warnen glauben nun, ich hätte sie verraten. Für mein Opfer werde ich von meinem Volk gehasst. Mich hier einzusperren heißt, dass ich es nie richtig stellen kann. Also ich habe mich gefragt, warum wohnst du unter einer Schildkröte? Er war mein erster Freund hier in Midgard. Er bot mir einen Unterschlupf und zum Dank dafür schütze ich ihn vor allem Bösen aus dem Wald. Goldener Keiler, riesige Schildkröte, du hast interessante Freunde. Nun denn, bevor Modi uns so grob unterbrochen hat, wollten wir gerade Tirs Gruft erkunden. Ja, um die schwarze Rune zu finden. Junge, kennst du den Weg von hier aus? Oh, ich weiß nicht. Klar weißt du es, Kleiner. Wir brauchen ein Boot. Weiß nicht. Ja, wir brauchen wohl ein Boot. Also gut. Siehst du, das Boot ist gestrandet. Jemand hat vorhin die Schlange gerufen.
Nein, geht nicht. Steig ein. Ich werde es ziehen. Du bist still. Geht's dir nicht besser? Doch, tut es. Ich weiß, du hast mich und Freya gehört. Du glaubst, du begreifst, tust du nicht. Warum sagst du nichts? Du sagst, ich bin verflucht. Ich bin schwach. Ich bin nicht wie du. Ich bin nicht das, was du wolltest. Aber nach all dem dachte ich, was hat sich geändert? Du weißt nicht alles, Junge. Nein. Aber jetzt kenne ich die Wahrheit. Die Wahrheit. Die Wahrheit. Ich bin ein Gott, Junge. Aus einem anderen Land, weit von hier. Hier entschied ich mich für ein normales Leben als Mensch. Aber die Wahrheit ist, ich wurde als Gott geboren. Und du ebenso. Junge, hast du nichts zu sagen? Kann ich zu einem Tier werden? Kannst du zu einem Tier werden? Nein. Nein, das glaube ich eher nicht. Ich bin ein Gott. Und Mutter? War sie eine Göttin? Nein. Sie war sterblich, aber sie wusste, wer ich bin. Ich bin ein Gott. Warum hast du nie was gesagt? Ich wollte es dir ersparen. Ein Gott zu sein, kann ein Leben voller Kummer und Leid bedeuten. Das ist der Fluch. Was kann ich denn so? Kann ich fliegen? Unsichtbar werden? Ich fühle mich nicht wie ein Gott. Ich kenne deine Kräfte als Gott nicht. Aber sie werden sich zeigen. Ich kann nicht zu einem Wolf werden? Ich lasse mich gerne überraschen. Höre ich deshalb manchmal Stimmen? Hast du wirklich nie welche gehört? Nicht so wie du. Das ist nicht überraschend. Jeder Gott ist einzigartig. Also werde ich vielleicht nicht so stark wie Vater, bekomme aber eigene Fähigkeiten? Die hast du doch jetzt schon, Jungchen. Deine Sprachbegabung ist außergewöhnlich für jemanden, der so jung ist. Die Zeit wird zeigen, wozu du sonst noch fähig bist. Du hast es also gewusst? Ja, aber ich habe mehr als Götter bekannt. Mich offenbar auch.